Und dann flitze ich da mal eben durch. Vielleicht nicht so schnell, wie ich wollte. Harry Potter ist ja auch drin. Moin, ihr anderen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Runde Destiny 2. Ich fliege zur Europa mal wieder. Ist ja aktuell der scheinbar meistbesuchteste Planet, nehme ich an. Würde mich wundern, wenn nicht. Und wir machen heute in Dunkelheit geboren Teil 2. Huch, jetzt war es schon weg. Und zwar habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Also man muss aufgeladene radiolarische Flüssigkeit erfarmen, indem man einfach nur die Vex tötet. Dann droppen die. Dann ganz normal, also auf Europa. Und Feinde mit Zersplitterschaden töten. Das heißt, die müssen gefroren sein. Und dann muss man die in müssen die in Stasis-Kristalle zersplittern. Vielleicht habt ihr jetzt schon mal gesehen. Ich werde es einmal mit euch machen. Wenn man Dunkelheit 1 abgeschlossen hat, ist das auch auf jeden Fall möglich. Es sind ja auch nur 20 Kills. Ich zeige es euch mal, wie es meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Also es müssen nicht unbedingt weg sein. Es können auch ganz normale Gefallene sein. Entschuldigung. Und wir müssen die einfrieren. Am besten macht man das hier mit der Kanone. Die frieren ein und dann zersplittern die und dann kriegt man einen Kill. Wie ihr seht, ist es jetzt abgeschlossen. Und dann müssen wir noch Vex töten. Ich habe jetzt extra Gefallene genommen, damit ich euch auch nochmal diese ilorische Flüssigkeit, radiolarische Flüssigkeit, genau. Deswegen da vorne oder hier sind teilweise Vex. Dann wohl eher da vorne. Okay, die werden gerade hier belagert. Ich hoffe, hier ist noch einer übrig für mich. Da ist einer und den schnappe ich mir. Ah, okay, so einfach ist es gar nicht. Da, aufgeladene radiolarische Flüssigkeit. Damit haben wir schon den Questschritt. Also einfach nur Vex töten, dann droppen die ganz normal. So, dann gucken wir mal den nächsten Questschritt. Playlist Aktivitäten mit ausgerüsteter Stasis und Kämpfer mit Stasis beeinträchtigen. Das kennen wir doch schon aus dem ersten Teil. Das wird die nächste Aufgabe sein. So Leute, wir sind jetzt hier im letzten Strike, den wir noch machen müssen. Ich habe 2 von 3 Strikes und noch 10 Kämpfer mit Stasis beeinträchtigen. Das kriegen wir doch hin. Wir sind sogar hier in dem Strike vom Kosmodrom. Ich lade hier mal alles auf, was ich habe. Das sind hier Gegner, warte mal. Können wir den gleich nutzen und wieder aufladen. Ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, wo ich lang muss. Ich schätze mal hier rein. Diesmal entkommt sie nicht. Sieht, glaube ich, gut aus. Ich glaube, hier muss ich rein. Okay, jetzt zeigt der Punkt nach draußen. Ich glaube, hier bin ich richtig. Okay. So, wir müssen nämlich eure Stasis-Fähigkeiten benutzen. In meinem Fall, oh Mist. In meinem Fall ist es meine Granate und meine Shuriken. Und damit macht ihr dann Stasis-Schaden. Und wenn die dann sterben, ich weiß nicht, ob sie sterben müssen oder ob man sie nur beeinträchtigen muss. Müsst ihr mal drauf achten. Vielleicht könnt ihr jetzt mal hier die Granate werfen, die ich versemmelt habe. Super. Ich spiele gerade Krütze. Sorry. Ich wollte einfach nur kurz testen, ob ich die beeinträchtigen muss mit Stasis. Er lässt mich natürlich liegen. Danke dafür. Ja, cool, der holt mich doch. Okay, ich gucke mal, ob ich die nur beeinträchtigen muss. Keiner ist gestorben. Ja, die müssen sterben. Okay. Also ihr müsst sie quasi umbringen. Mit Stasis. Das Todesstöße machen. Okay, hier müssen wir hin. Geht's ja weiter? Ja. Also ich kenne den Striker noch nicht. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich den jetzt spiele. So, wir sollten gleich alle besiegt haben mit Stasis. Jetzt komme ich aber in Bedrängnis hier. Jawohl. So, wir müssen jetzt genug haben. Ja, 60 und 60. Das heißt, wir müssen den Strike jetzt nur noch abschließen.
Und dann hätten wir schon den Questschritt. Aber den kennen wir ja schon von Im Dunkeln 1. Wo ist sie jetzt hin? Ist sie wieder hier unten? Wo ist sie denn jetzt? Da. Doch wieder an die Stelle gestellt hier. Mist. Komm schon. Alles drauf da. Komm schon wieder weg. Frage ist, teleportiert sie sich weg oder? Jetzt hat das war euer Ende jetzt. So. Easy. Gar kein Problem. Naja. Okay, Strike abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt auch den Questschritt bekommen. Super, neuer Questschritt. Trupp des Hauses der Trupp des Hauses der Erlösung besiegt. Ach ey. Ich nehme mal an. Das ist wieder auf Europa. Ah, hier oben. Alles klar, das müssen wir jetzt machen. Und deswegen teleportiere ich mich mal da mal hin. Aber erstmal hier unten, weil ich wissen will, warum das da blinkt. So, was hat die Gute mir denn hier zu sagen? Ah, fremde Exoner im Kopf, ne? Das heißt, ich kriege hier Quest. Schmelztiegelfragment Quest. Vorhut Gambit. Ich nehme Vorhut und Gambit. Absolut kein Fan von PvP. Machen wir jetzt weiter. Dafür fahre ich mal nach oben. Ich habe jetzt zwar keinen Wegpunkt, aber ich nehme mal stark an, dass ich hier rein muss. Aber ich verstehe nicht, warum ich keinen Wegpunkt habe, weil die Quest ist ja markiert. Halt, Moment mal. Kann ich die von hier aus starten? Nee, Wegpunkt. Zack, da habt ihr schon die Prämie überhaupt gesehen. Wir kriegen ja dann Frühlichtfeldgranate, wenn wir im Dunkeln geboren Teil 2 fertig haben. Jetzt muss ich aber erstmal die Flagge auf eigene Faust finden, weil mir der Wegpunkt fehlt. Aber wir rennen erstmal rein, weil die ist sehr weit oben. Vielleicht lasse ich den Weg mal für euch drin und mache einen kleinen Zeitraffer rein, damit ihr es findet, falls ihr auch keinen Wegpunkt... Jetzt sind die Wegpunkte da. Hat sich erledigt. Also einfach bis hier hin und dann habt ihr Wegpunkte. So, also ich bin jetzt ganz stupide dem Wegpunkt gefolgt, bin jetzt hier angekommen. Also hier durchs Portal. Und hier haben wir es jetzt. Aktivieren müssen wir nichts. Wir müssen, glaube ich, einfach nur hier sein. Ja, guck mal, den müssen wir sicherlich besiegen. Komm, hauen wir gleich mal hier alles drauf, was wir haben. Und das war's schon. Also das war jetzt kein großer Akt, muss ich sagen. Und da haben wir schon den nächsten Questschritt. Das ging ja jetzt richtig easy. Und jetzt schon sind wir bei Schritt 4 von 5. Bringt den Skelettschlüssel zur fremden Exo im verlorenen Sektor Verderben.
Ja, da, den kenne ich auch schon in- und aus, wenn ich den verlorenen Sektor so oft ich den gemacht habe. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Nehme euch auch wieder kurz im Zeitraffer mit. Aber wir haben jetzt schon einen Wegpunkt. Dann karte ich das. Immer den Wegpunkt folgen, Leute, ne? Immer wenn ihr nicht weiter wisst, guckt nach Wegpunkten. So, hier ist dann der Eingang. Auf der Karte ja auch eigentlich nicht zu übersehen, ne? Also hier ist normalerweise so ein verlorener Sektor-Symbol. Jetzt ist bloß hier, weil heute das Verderben hier ist. Der Großmeister, nicht das Verderben, Großmeister-Sektor ist hier heute. Deswegen ist das jetzt überdeckt, aber da müssen wir rein. Da schickt uns auch der Wegpunkt rein. Dann flitze ich da mal eben durch. Vielleicht nicht so schnell, wie ich wollte. Harry Potter ist ja auch drin. Ah, hier kann man noch aufsetzen, sehr gut. Dann bin ich ein bisschen schneller hier drin unterwegs. Ups. So, den hätten wir. Und den Rest auch. Na. Das heißt, die Tür müsste jetzt hier aufgehen. Also ihr müsst alle Gegner besiegen, dann kommt ihr durch. Für die Leute, die es nicht wissen. Kann man das ja mal erklären. So, dann kommen hier oben noch ein paar Gegner. Kann man auch relativ schnell plätten hier. Und dann kommen jetzt leider zwei Wyvern. Sollten die gleich kommen, wenn man genug Gegner getötet hat. Weil viele gefragt haben, das möchte ich noch nebenbei mal erwähnen, falls das jetzt hier der ein oder andere sieht. Die von dem Questschritt, den wir eben gemacht haben, in den Strikes, müssen. Es müsste in Strike Playlist sein, also ihr müsst die Strike Playlist starten, nicht irgendeinen Strike nehmen. Und ihr müsst sie halt mit Stasis besiegen, die Gegner, ne? Da gab es wohl einige Verwirrungen. Warum das bei manchen nicht funktioniert hat. Aber wie gesagt, eine Strike-Playlist steht aber eigentlich auch alles in der Quest-Beschreibung. Also immer mal genau lesen. Meistens steht alles da, was man machen muss. Außer bei den Exo-Quests, die sind meistens immer sehr, ja, dürftig beschrieben. So, wenn wir hier alle Gegner erledigt haben, geht die Wand da hinten auf und dann können wir eigentlich schon den Endgegner plätten hier. Oh, Mist. Ich hab's genau hier davor, aber das gibt's ja nicht. Das ist jetzt doof. Naja, den kriegen wir trotzdem. Der ist nicht so schwer. Also, wenn man das gewisse Bauerlevel hat, geht's. Aber ich mache erstmal die kleinen Gegner weg, weil da kommen nämlich gleich noch mehr. Und dann renne ich mal kurz hier hinter. So, und da hätten wir es schon. Machen die hier noch fertig. Oh, vorbeigeworfen. Ja, bin nicht der beste Werfer mit Shuriken hier. Ich werde wohl kein Ninja. Leider. So, alle weggeboxt. Jawohl. Dann können wir uns in die Truhe schnappen. Das Ding ist, wo steht sie denn jetzt? Da hinten. Okay. Ah, das ist jetzt hier. Oh ne, ist nicht auf. Aber da hinten wird jetzt die Tür aufgegangen sein. Gucken wir hier mal rein. Was gibt's denn hier so Schönes? Clovis war vielleicht ein Schuft, aber ein Brillanter. Aha. Er hat über ganz Europa verteilt Entschlüsselungsalgorithmen für sein Notizbuch versteckt. Ich habe einen in dieser Konsole. Bring den Schlüssel dahin. Ja, hier. Zack, stecken wir mal rein. Aber es gibt noch viel zu entschlüsseln. Und Anna sollte dann dabei sein. Das finde ich auch. Ich lasse euch wissen, wie es weitergeht, wenn ich hier durchblicke. Netter Abgang.
Wie ist es eigentlich in der Sicht eines Computers so? So sieht ein Computer. So, nun? Sollen wir jetzt machen? Eins. Jetzt müssen wir nochmal zur Fremdenex, so nehme ich an. Hier unten. Zack, teleportieren wir uns mal schnell hin. Warum wir das jetzt nicht gleich da hätte machen können, das verstehe ich auch nicht. Hätte es einfach nochmal eine Minute länger gewartet. Guck mal, ist gerade mal angekommen. Zack. Und jetzt kriegen wir die Frühlichtfeldgranate. Danke für deine Hilfe. Ja, kein Inzwischen Problem. Ist es mir gelungen, einen Teil des Notizbuches zu entschlüsseln und es ist noch widerwärtiger, als ich dachte. So, dann gucken wir uns das Schmuckstück doch gleich mal an. Ich mach mal hier. Wenn wir hier ist. Ist die Granate da? Nehmen wir mal die hier. Ich mag die eigentlich nämlich gar nicht so. Die Gletschergranate heißt sie. Ich bin lieber hier für die. Aber jetzt ist sie nicht aufgefüllt. Ah ne, ich kann sie noch nicht einsetzen. Okay. Ich würde sie auch gerne gleich mal direkt gegen Gegner testen. Einen Moment. So Leute, ich fahre ja mal in den verlorenen Sektor rein. Oh, hier kommt man durch. Und dann testen wir das mal hier drin. Granate ist leider noch nicht fertig. Aber eigentlich gleich. So, jetzt testen wir die mal hier unten an den Gegnern hier. Die werden in die Mitte gezogen, kriegen konstant Schaden, so wie es aussieht, und werden eingefroren. Und jetzt kann ich die einfach so, zack, okay. Ja, fällt mir schon mal. Ich werde die mal ein bisschen jetzt testen demnächst und entscheide mich dann, ob ich dann lieber doch die andere nehme. Aber die andere bringt mir halt nicht so wirklich was, außer mich selber abzuschirmen. Und dann kann ich auch lieber irgendwo hinter eine Deckung gehen. Und die hier zentriert die Gegner so ein bisschen, friert sie auf jeden Fall ein. Was bei der anderen schwierig ist, weil du musst du genau den Gegner treffen, so hast du ein bisschen mehr Radius. Ah, ich finde die schon, ganz gut. Ich probiere die jetzt einfach mal aus, ne? Demnächst werde ich auch weitere Folgen machen für die Aspekte, die es hier noch gibt. Einen habe ich schon, einen Teil des Videos habe ich schon fertig, wo ich das erkläre. Ich habe scheinbar zwei. Ah, ne, es gibt zweimal. Aber ich kann den wechseln, alles klar. Gut, ne, aber für die Aspekte gibt es noch Video und für die, Fragmentenfassungen gibt es auch noch Videos dazu. Also seid gespannt, bleibt dabei, lasst ein Abo da und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen. Macht's gut und ciao.